Hallo zu einem kleinen Nachtrag zu heute früh. Die meisten werden es mitbekommen haben, der Ukraine-Konflikt ist eskaliert. Putin hat den Krieg quasi eröffnet und zwar nicht nur auf die Donbass-Republiken im Osten, sondern auf die gesamte Ukraine. Er marschiert wohl auf Kiew zu über Belarus und er hat auch schon Flughäfen und Flugabwehr und Ähnliches beschossen quer im Land. Also es geht ihm wohl um die ganze Ukraine und nicht nur um die paar Separatisten. Ich kann und ich werde dazu in den nächsten Tagen vermutlich wenig sagen. Ich werde mir auch die Bilder nicht unbedingt angucken, wenn sie jetzt so wahrscheinlich über den Äther kommen, weil ich das schon auch ohne Bilder sehr erschütternd finde. Und ja, man hat jetzt schon mitbekommen, es gibt auch Flüchtlingsströme aus den Städten heraus. Ich vermute mal auch gegen Westen. Wir werden also mit Flüchtlingen zu rechnen haben, wenn sie es denn schaffen hierher. Und ich hoffe, dass wir sie mit offenen Armen empfangen, dass wir ihnen wirklich auch die Unterstützung geben, die wir ihnen geben können. Ich bin nach wie vor der Meinung, es hätte verhindert werden können, wenn wir bessere Strategen hätten, wenn unsere Regierungen hier im Westen ja, auch gegen Russland mehr Stärke und mehr Konsequenz oder einfach mehr Autorität gezeigt hätten. Weil Putin geht so weit, wie er sich zutraut, dass er ohne Widerstand gehen kann. Und die Wirtschaftssanktionen, die wir im Moment planen, die jucken Putin kaum. Er hat sich Richtung China abgesichert und da ist ihm das wahrscheinlich ziemlich egal. Das trifft uns mehr. Ich vermute sogar, wäre Trump noch an der Regierung, hätte er sich nicht getraut. Es ist schon die Schwäche des Westens, die er ausnutzt, um hier ja letztlich auch ein Exempel zu statuieren. Und wie man jetzt aus dieser verfahrenen Situation noch herauskommen möchte, ohne dass er in seiner Großmachtsfantasie, kann man schon gar nicht mehr sagen, also in seinem Großmachtsgefühl oder Rausch bestärkt wird, ja, das ist im Moment alles relativ offen und die Zukunft, aber ich denke, die nahe Zukunft wird zeigen, wie das weitergeht. Ich vermute nicht, dass wir eingreifen werden seitens des Westens. Dazu ist das Ganze doch nochmal zu heikel und meine Gedanken sind vor allem bei den Zivilisten, bei den Familien, bei den Kindern, bei denen, die jetzt hier unter diesen kriegerischen Auseinandersetzungen leiden und die jetzt alle eigentlich auch zu den Waffen gerufen werden. Also die Regierung der Ukraine hat ja auch schon gesagt, dass jeder Zivilist mit Waffen ausgerüstet würde. Sie wollen es den Russen so blutig wie möglich machen. Ich finde, auch das ist keine Art. Also das zeigt auch eine Art von Regierung, der letztlich ihre Leute auch nicht wirklich am Herzen liegen. Also das ist zumindest mein Eindruck. Man mag mich da verbessern, aber ich bin erschüttert.